Hi Leute und damit ein herzliches Willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal Flui. Ich begrüße euch zu Europameisterschaft 2020 zu meinem richtigen Let's Play. Endlich ist es soweit. Mit der WM 2014 haben wir auf diesem Kanal begonnen. Und mit der Europameisterschaft 2020 wird das Kapitel Fußball hier auf meinem Kanal endgültig enden. Ja, die Europameisterschaft 2020 in Wildlife wurde sich verschoben auf 2021. Doch Konami dachte sich, hey, wir veröffentlichen das trotzdem, die Europameisterschaft 2020. Und deswegen können wir die EM 2020 tatsächlich spielen, obwohl sie erst ein Jahr später ist. In diesem Video geht's noch nicht los mit der Europameisterschaft. Ich werde euch das ganze System so ein bisschen erklären, so wie vor 4 Jahren, als wir die Europameisterschaft 2016 gespielt hatten. Da habe ich ja auch so ein kleines Vorbereitungsvideo gemacht. Und genau das möchte ich auch in dieser Folge machen. Doch nicht nur, wir werden so ein bisschen erklären, sondern natürlich auch ein bisschen spielen. Wir werden das erste Testspiel machen, und zwar gegen die USA. Aber jetzt fangen wir doch erstmal an. Die Europameisterschaft 2020 ist seit dem 4. Juni für Pro Evolution Soccer 2020 verfügbar als kostenloses Update für Xbox One, PlayStation 4 und PC. Könnt ihr euch das alles kostenlos downloaden. Dabei wurden 2 Modi freigeschalten. Einmal das lokale Spiel Euro 2020 und dann natürlich auch der Pokal. Logischerweise die EM 2020. Und da werden wir jetzt reinstarten. Ich habe mich so lange überlegt, wie ich das Let's Play hier so ein bisschen aufführe. Ich habe mich am Ende entschlossen, mit Top-Spieler zu spielen. Wir werden nicht Superstar spielen, so wie ich das am Anfang gemacht hatte in der Qualifikation mit Deutschland, sondern wir werden auf Top-Spieler spielen. 2x12 Minuten. Wir werden Verletzungen anhaben und dann geht's auch los. Wir spielen logischerweise mit Deutschland. So, liebe Freunde, und so sehen die Gruppen aus. Ja, leider sind das nicht die richtigen Gruppen, denn die Qualifikation für die Europameisterschaft ist ja noch nicht durch. Das heißt, die meisten Teams sind natürlich schon durch, aber die Entscheidungsspiele sind da leider noch nicht durch. Deswegen ist das hier so ein bisschen problematisch. Und ja, das sind aber die Gruppen, für die sich Konami entschieden hat. In der Gruppe A die Türkei, Italien, Schweiz und Wales. In der Gruppe B Dänemark, Finnland, Belgien und Russland. In der Gruppe C Niederlande, Ukraine, Österreich und Island. In der Gruppe D England, Kroatien, Slowakei und Tschechien. In der Gruppe E Spanien, Schweden, Polen und Weißrussland. In der Gruppe F Ungarn, Portugal, Frankreich und Deutschland. Der Immon hatte mir vorgeschlagen, hey, da sind ja noch nicht alle Mannschaften richtig dabei. Du könntest doch selber die Qualifikationen spielen. Ich habe mich aber dagegen entschlossen, weil das wäre alles ein bisschen zu kurzfristig und es würde außerdem auch ein bisschen zu lange dauern. Außerdem wüsste ich auch nicht, wie ich das spielen sollte, denn einfach nur der KI mir anzugucken, wie die gegeneinander spielt, ist auch ein bisschen langweilig, besonders für ein Let's Play, denn ihr wollt ja richtige Emotionen haben. Und deswegen geht es nun los. Ich habe den Sound natürlich ausgestellt wegen den Lizenzen. Da sind natürlich Lizenzmusik dabei, aber wir sehen hier richtig coole Real-Life-Bilder. Hier Fernando Torres oder das letzte EM-Finale, wo Eder das wichtige Tor für die Portugiesen gemacht haben, denn Portugal ist ja Titelverteidiger der EM 2020. Hinzu kommt auch noch Weltmeister Frankreich. Die haben wir beide in der Gruppe. Und so sieht das dann aus hier in der Gruppe. Ihr seht's, wir spielen gegen Frankreich, Portugal und Ungarn. So, ihr habt ja schon direkt zu Beginn gesehen, dass ich da schon eine Nationalmannschaft zusammengestellt habe. Denn es ist das Wunderschöne hier, zumindest im Pre-Evolution Soccer, man kann sich seine Nationalmannschaft im Grunde genommen selber zusammenstellen. Und deswegen habe ich mir jetzt meine Nationalmannschaft zusammengestellt.
Und wir werden uns die Nationalmannschaft, die Spieler, die ich für die Europameisterschaft 2020 nominiert habe, uns einmal angucken. Das sind im Grunde genommen, glaube ich, die 22, 23 Akteure, die es für den EM-Kader geschafft haben. Das ist meine Startelf im Tor. Natürlich Manuel Neuer auf der Linksverteidigerposition. Nico Schulz in der Innenverteidigung. Niklas Süle und Matthias Ginter. Rechts ist Joshua Kimmich auf der 6. Toni Kroos über das zentrale Mittelfeld kommt Ilkay Gündogan und Julian Draxler. Über die linke Flügelposition kommt Leroy Sané, über die Sturmspitze Timo Werner und rechts außen Thomas Müller. Ich hätte, es gibt natürlich auch hier in Press die Möglichkeit, sowas wie Hummels, Boateng und Özil reinzunehmen. Die habe ich aber nicht reingenommen. Ich habe mich aber von den drei gestrichenen, die ja Joachim Löw vor einiger Zeit rausgestrichen hat aus der deutschen Nationalmannschaft, für einen einzigen Spieler entschieden, den ich nominiere. Ich habe mich dazu nicht entschlossen, nicht alle zu nehmen, also Hummels und Boateng, sondern nur für einen. Und da ist meine Entscheidung auf Thomas Müller gefallen. Der spielt hier auf der rechten Seite. Im Tor habe ich dann auch noch Bernd Leno und Marc-André Ter Stegen. Für die Innenverteidigung habe ich noch Antonio Rüdiger und Thilo Kehrer. Für die Rechtsverteidigerposition noch Luca Klostermann. Für das zentrale Mittelfeld habe ich dann hier auch noch Leon Goretzka, Emre Can und Kerem Demirbay. Für das zentrale offensive Mittelfeld Marco Reus. Für die Offensive Julian Brandt und Serge Gnabry und für die Mittelstürmerposition Kevin Volland. Ihr seht da schon jetzt die Nationalmannschaft von Frankreich und es überrascht mich, dass stand da jetzt Mbappe nur auf der Bank sitzt und Hugo Lloris nur auf der Bank sitzt. Okay, lassen wir uns das einfach mal überraschen. Ich werde das jetzt hier speichern. Und damit wird es dann nächste Woche Montag losgehen. Und zwar um 19 Uhr. Das ist jetzt, wie gesagt, die Vorbereitung. Um 19 Uhr geht das Ganze los, das komplette richtige Livestream-Projekt. Und ja, ich habe es ja schon gesagt, ab Montag, und zwar als Livestream-Projekt. Und zwar immer um 19 Uhr. Was werden wir in diesem Livestream spielen? Und zwar genau ein Spiel. Wir werden in jedem Livestream ein einziges Spiel spielen. Es wird vorher immer noch so einen kleinen Trailer geben, habe ich mir so gedacht. Aber da lasst euch noch so ein bisschen überraschen, was da auf euch hier wartet. Und dann spielen wir, wie gesagt, das eine Spiel. Und dann schauen wir noch auf die anderen Gruppen und dann ist die Folge vorbei. Also das heißt, es gibt danach nichts weiteres, nichts Neues, sondern danach ist die Folge tatsächlich vorbei. Und das wird alle zwei Tage durchgeführt werden. Nächste Woche Montag geht's dann, wie gesagt, los. Und zwar ist es der 15. Juni. Der nächste Livestream kommt dann am 17. Juni. Da spielen wir dann das zweite Spiel, entweder gegen Ungarn oder gegen Portugal. Und am 19. Juni spielen wir dann halt das andere Spiel. Am 21., wenn wir die Gruppe am besten Fall bestehen, spielen wir dann im Achtelfinale. Im besten Fall. Im besten Fall spielen wir am 23. Juni gegen im Viertelfinale. Im besten Fall spielen wir am 25. Juni im Halbfinale. Und im allerbesten Fall spielen wir am 27. Juni das EM-Finale. Wie gesagt, da sprechen wir alle vom Konjunktiv, falls wir das dahin schaffen sollten. Sollte ich vorher rausfliegen? Sagen wir mal, im schlimmsten Fall ab der Gruppenphase. Denn wir haben uns nicht nur mit Deutschland qualifiziert für die Europameisterschaft, sondern mit Italien. Da spiele ich dann mit Italien die Europameisterschaft. Da aber nicht im Livestream, sondern als normales Video. Das heißt, wir werden das nicht streamen, sondern nur als normales Video. Die restlichen Folgen, falls da denn tatsächlich zum Beispiel ich mit Deutschland bis ins Europameisterschaftsfinale schaffen sollte, kommen die anderen Folgen wahrscheinlich so jeden Freitag. Das heißt, es würde dann losgehen mit dem Spiel von Italien am 3. Juli im schlimmsten Fall, falls wir das mit Deutschland schaffen sollten. Ja, wir werden, wie gesagt, jedes Spiel live streamen und zwar immer um 19 Uhr. Könnt ihr euch ganz fett in den Kalender streichen, immer um 19 Uhr, jeden zweiten Tag spielen wir einen Livestream. Die restlichen Projekte sind währenddessen pausiert.
Das heißt SAO, One Piece und die restlichen Projekte sind alle pausiert. Und wir spielen nur nach das für die nächsten 2 Wochen. Ja, das ist im Grunde genommen der Plan. Wir werden nicht nur live streamen, sondern auch mit Facecam. Das heißt, ihr werdet das Let's Play als Livestream nicht nur als Livestream sehen und meine richtigen Emotionen direkt live sehen und die Ergebnisse direkt live sehen. Nein, ihr seht auch meine Reaction live. Für die Testspiele habe ich das natürlich ausgeschalten. So, ich würde sagen, jetzt habe ich erstmal alles erklärt. Lang genug war's. Und wir spielen unser erstes Testspiel. Ich habe, wie gesagt, 2 Testspiele angesetzt. Und zwar einmal gegen die USA und einmal gegen, ich glaube, Argentinien war's. Das sind im Grunde genommen unsere Gegner. Als erstes spielen wir zu Hause mit halt unserer deutschen Nationalmannschaft gegen die USA. So, ich habe jetzt die Mannschaft ein bisschen eingestellt und umgestellt, denn man darf ja nicht vergessen, es ist immer noch ein Testspiel. Ja, wir spielen natürlich, wie gesagt, 12 Minuten und mit Topspieler. Das sind halt, wie gesagt, die Regeln. Ja, ich hoffe, ihr freut euch auf diesen Livestream und jetzt geht's los hier in der Fightdienst-Arena zu Schalke. So, und damit begrüße ich euch Sie ganz herzlich hier aus Schalke, ich werde die Spieler natürlich logischerweise mal kommentieren, so wie ihr das von mir gewohnt seid. Let's go! Die Europameisterschaft 2020 steht für Deutschland an. Alles ist im Grunde genommen bereit. Die Testspiele können laufen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei diesem Projekt. So, also auf geht's! Die Europameisterschaft 2020 steht an und wir schauen auf die Mannschaft von Deutschland. Das sind die 11 Spieler, die in diesem Testspiel spielen. Ich habe das eingestellt, dass wir insgesamt 6 Wechsel machen können, also dass das hier auch wirklich Testspielatmosphäre hat. Wir gucken auf die Mannschaft von den USA, die, ich denke mal, der bekannteste Spieler sollte euch sein im Tor. Zach Steffen, der spielt ja bei Fortuna Düsseldorf. Also dann, alles ist angerichtet für die Europameisterschaft 2020. Zumindest ist es jetzt schon mal ein Testspiel. Es geht los. Auf geht's. Testspiel Deutschland in Weiß und Schwarz in der ersten Halbzeit. Von links nach rechts die Amerikaner in der ersten Halbzeit von rechts nach links in den rot-blauen Trikots. Oh, Klostermann, direkt der Fehlpass. Erste Möglichkeit für die Amerikaner. Schulz hier im Duell, verliert den Zweikampf. Rüdiger kommt zu spät. Taban. Flanke kommt. Gefährlich. Achtung. Leon Goretzka kann halbherzig klären. Die Amerikaner mit dem ersten Vorpressing kommen gut vor den 16er der Deutschen. Können den Ball in den 16er flanken und der Fallrückzieher hier von Gotten. Erste
Torchance, Gelegenheit hier für die Amerikaner. Schauen wir uns das doch mal an. Kommen da die Deutschen nicht gut ran. Aber das ist auch kein Problem für Arsenal-Schlussmann Bernd Leno. Natürlich, Julius Kern von Prevolution. Die Gegner stehen sehr hoch. Das ist Klostermann. Auf Kerem Demirbay, dem Mann von Bayer Leverkusen. Hat mir in den Testspielen sehr gut gefallen. Und da ist Kevin Volland. Und das ist nicht das 0:1. Was für eine Riesenszene. Julian Brand. Und es ist unfassbar, dass der nicht im Tor ist. Was für eine Szene. Glück für die Amerikaner in der Szene. Schulz gewinnt das Zweikampfduell und holt den Abschluss raus. Aber was für eine Szene. Kommen wir erstmal vors Tor und dann so eine gute Möglichkeit. Leider kein Tor. Das ist Brandt auf Kevin Volland. Bedient Kerem Demirbay. Klostermann. Über die rechte deutsche Seite mit Volland im Zusammenspiel. Da ist wieder Julian Brandt. In der Qualifikation ja schon sehr auffällig gespielt. Hab mich aber dann doch für die A11 entschieden bei Thomas Müller, weil er einfach eine andere Kreativität mit reinbringt. Und Brandt und Sané sind von der Spielweise halt einfach zu ähnlich. Besonders zusammen mit Timo Werner sind das einfach zu ähnliche Spielertypen. Leon Goretzka, Viertelstunde rum. Nächste gute Chance für Deutschland. Aber Brandt ist natürlich ein absoluter Edeljoker. André Schürrle, für die Leute, die die Europameisterschaft 2016 hier auf meinem Kanal gesehen haben, in Frankreich. Ist übrigens nicht nominiert, habe ihn in den Testspielen versucht, aber er hat nicht mehr diese überragende Qualität, die er 2016 noch hatte. Wo er uns ja gefühlt alleine durch die EM getragen hat bis ins Viertelfinale. Es ist das Duell hier natürlich ganz wichtig, um uns erstmal reinzufinden. Um für euch natürlich auch erstmal zu gucken, wie läuft das hier ab nächste Woche. Auch das soll dieses Video für euch dienen. Zumindest schon mal den ersten Flow bekommen, wie das Let's Play ab nächste Woche dann abläuft. Das ist Leon Goretzka, bedient Kevin Volland. Rechte Seite in Prevolution Soccer nicht ganz so gut bei mir. Das bemerke ich auch immer mit anderen Mannschaften. Das sind wieder die Amerikaner mit Kumas. Über die Außen mit Keller. Und Schutz. Konterchance. Achtung, Volland startet. Volland nicht der schnellste Spieler, aber klasse gemacht. Julian Brand kann sich durchsetzen. Muss den Ball aber abspielen. Aus dem Winkel wäre es ein bisschen schwierig. Und deswegen auch kein Problem für Torhüter 6 Steffen. Ich werde natürlich im Livestream auch immer wichtige Informationen zum Spiel sagen, wie es eventuell im Relive laufen könnte. Aber das erst nächste Woche Montag. Gnabry. Ja, der hat bei mir den Stammplatz ganz klar verloren. Wer die Qualifikation bei mir gesehen hat, kann das alles gerne nochmal nachholen. Da haben wir die ganze Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 mit Deutschland gespielt, aber halt auch mit Italien. Also es ist Kumas. Im Duell dieses Mal mit Rüdiger. Macht er stark. Nicht das erste Mal, dass Rüdiger bei uns nominiert ist. Bei der WM 2018 hat er bei uns den Rechtsverteidiger gegeben. Und hat das durchaus ordentlich gemacht. Aber auf der rechten Seite haben wir dieses Jahr einen anderen Spieler und der ist natürlich von der Qualität deutlich besser und er ist Joshua Kimmich. Ah, abgewehrt. Gut nachgesetzt. Achtung, die Möglichkeit und Bernd Leno mit dieser Parade.
Nächste gefährliche Chance hier für die Amerikaner. Pre-Evolution Soccer habe ich auch damals schon bei der EM 2016 gesagt. Kein torreiches Spiel, kann durchaus mal passieren. Aber eher doch seltener der Fall. Mehr taktisch gelegen, auch etwas schwieriger vom Gameplay. Und stark gemacht, Klostermann kann den Ball klären. Insgesamt aber keine gute Partie von Klostermann bislang. Viele Fehler. Insgesamt auf der rechten Seite ist Kimmich natürlich gesetzt. Aber als Zweitspieler gilt eigentlich bei mir, in meiner persönlichen Wahrnehmung, Antonio Rüdiger als zweiter Rechtsverteidiger. Und er ist als dritter Rechtsverteidiger. Noch Klostermann musste mich halt entscheiden zwischen Lukas Klostermann und Marcel Heizenberg. Und in den Testspielen, beziehungsweise in einem Testturnier, habe ich bemerkt, dass insgesamt er der Bessere ist. Auch mit Robin Gosens habe ich meine Erfahrungen gemacht. Die waren aber alles andere als positiv. Auch Spieler wie Sandro Wagner habe ich zum Beispiel die Möglichkeit gegeben, sich in der Nationalmannschaft zu beweisen. Aber dieser hat es zum Beispiel auch nicht geschafft. 0:0 nach 45 Minuten. Noch ist wenig passiert in dieser Partie. Aber wir hatten auf jeden Fall schon mal eine dicke Möglichkeit. Durch Julian Brandt. Boah, super gemacht. Gnabry dazwischen. Gnabry, aber das ist halt das Problem bei Serge Gnabry. Kann sich da auf dem Flügel nicht so gut durchsetzen. Ich habe tatsächlich Gnabry die Möglichkeit gegeben, sich bei der EM zu präsentieren. Auch wenn er mir insgesamt nicht gefallen hat. So wie heute. Ich wechsle ihn aus und für ihn wird Marco Reus in die Partie kommen. Der Einzige, neben Ter Stegen, der von den Nicht-A-Spielern nicht von Beginn an spielt. Nicht gut gemacht. Rüdiger ist da wieder dazwischen. Rüdiger, ein sehr starker, solider Verteidiger. Zum Beispiel ist auch so ein Spieler wie Jonathan Tah nicht im Kader. Hat mir in den Qualifikationsspielen sehr missfallen. Brandt. Volland, wieder Leon Goretzka. Leon Goretzka, raus auf Nico Schulz, bringt die Hereingabe und in der Mitte ist Gnabry, aber auch im Abseits. Sehen wir hier in der Wiederholung sehr deutlich. So, jetzt gibt es den Wechsel, Gnabry raus, Marco Reus rein. Die Amerikaner haben überraschend noch nicht gewechselt. Can, ja, Abseits. Von Kevin Volland. Da brauchen wir keine Wiederholung. Das sehen wir auch mit bloßem Auge. Freistoß. Free. Rüdiger versucht es mit dem Kopfballspiel. Can dazwischen. Und Goretzka kann das Ding klären. Achtung. Konterchance. Und jetzt Reus. Reus. Reus kann sich da nicht behaupten. Auch das ist so ein Problem bei Marco Reus. Kann sich zu schlecht behaupten. Achtung. Achtung, gefährlich. Chance lebt noch. Muss jetzt mit Schulz die Seite da verlassen. Jetzt ist die Seite da frei. Aber ich kann noch klären. Konterchance. Jetzt vielleicht. Volland jetzt nicht der schnelle Spieler, aber setzt sich trotzdem durch. Kevin Volland mit der Chance und Zack Steffen, den hätte ich vielleicht lupfen müssen. Den hätte ich lupfen müssen. Ich habe es versucht mit dem direkten Schuss, aber der Lupfer wäre hier wahrscheinlich besser. Ecke, Kerem Demir bei. Und Brandt muss da zum Kopfball. Habe ich ja schon in der Qualifikation gesagt, Kopfbälle im Pre-Evolution Soccer sind ein bisschen schwierig zu machen, auch weil Spieler wie Süle und Co. hinten bleiben, also die Innenverteidiger.
Reus. Und da ist Kevin Volland. Die Chance, die er da hätte vorhin schon machen müssen. Jetzt macht er sie. Vorhin schon mit der Riesenchance. Da hätte ich lupfen müssen. Aber jetzt macht er das Tor. Und Kevin Volland zeigt direkt, warum ich ihn nominiert habe. Auch wegen solchen Aktionen. Stark geschossen. Sehr platziert. Auch wenn da Sex Steffen nicht gut aussieht, weil der doch sehr mittig geschossen wird. Aber trotzdem, Volland hat eine sehr gute Schusstechnik in Pre-Evolution Soccer, die mir sehr gefallen hat. Auch in diesem Testspielturnier. 63. Minute steht 1:0. So, jetzt könnten wir auch wieder ein bisschen frischer wechseln. Ich würde gerne einen Julian Draxler bringen. Und ein Thomas Müller für Julian Brandt. Und dann tauschen die beiden hier. Reus geht jetzt auf die linke Seite. Müller jetzt als hängende Spitze. Also er spielt nicht direkt rechter Stürmer, sondern mehr hängende Spitze bei meinem System. Brandt. Wieder so ein gefühlvolles Zuspiel. Und da ist wieder dieser Kevin Volland. Der ist halt gefährlich. Zeigt auch hier. Ein guter Joker-Spieler, wie ich finde. Kevin Volland. Immer brandgefährlich. Egal, ob er jetzt von Beginn an spielt oder per Joker kommt. Zeigt er auch in diesem Testspiel sehr gut. Und so, jetzt sind die Wechsel von Fürth. Zweimal wechseln, glaube ich, können wir noch. Also da ist noch alles möglich. Für Leno jetzt heute nicht seine Möglichkeit, sich auszuzeichnen. Müller. Der ist natürlich auch wegen seiner Kopfballstärke dabei. Insgesamt von den Offensiven der Kopfballstärkste. Achtung, da läuft Can durch. Emre Can. Stark gemacht von Can. Das sehen wir in der Wiederholung nochmal. Gut, Can da gut durchgelaufen. Und dann blitzt er da auch. Aber Can halt kein Abschlussspieler. Im Gegensatz zu Toni Kroos, der das auch bei uns in der Qualifikation schon bewiesen hat. Ecke kommt von Draxler. Und in der Mitte ist Leon Goretzka. Nächste gute Chance für uns. Kapitän übrigens bei der EM wird übrigens Manuel Neuer sein. Ich habe mich übrigens für Neuer und gegen Ter Stegen entschieden. Ter Stegen hatten mir in diesem Vorbereitungsturnier, was ich da gespielt habe, was ich nicht aufgezeichnet habe, einen sehr schwachen Job gemacht. Da hat teilweise Leno auch besser pariert. Nachdem er Ter Stegen zum Ende der EM-Qualifikation richtig stark erhalten hatte, hat er das leider nicht beweisen können. Volland. Aber das hat Reus nicht gut gerochen. Kein gutes Zuspiel von Goretzka. Und so landet der Ball im Aus. Einwurf für die Amerikaner. Wie gesagt, Sonntag spielen wir dann gegen Argentinien nochmal. Da solltet ihr dann einschalten, falls ihr denn sagen wollt, oh, ich möchte jetzt nochmal gucken, wie hier noch der Flui spielt gegen andere Spieler oder andere Teams, die natürlich ein bisschen höher gepreist sind. Wird natürlich dann eine gute Vorbereitung für das Frankreich-Spiel und das Portugal-Spiel. Draxler. Ah, schade, kommt da nicht durch. In der ersten Halbzeit die Amerikaner gut mitgehalten, hatten auch gute Chancen. In den zweiten 45 Minuten kommen sie dann nicht ganz so oft mit nach vorne. Aber jetzt könnte es mal gefährlich werden. Kehrer klärt. Draxler und jetzt wieder Kehrer. Nochmal vorne zu Volland. Draxler, schönes Zuspiel für Müller. Müller kann sich da aber nicht durchsetzen.
Aber Draxler hat man mal kurz gesehen, mal aufgeblitzt sehen, was er da eigentlich technisch alles in Pro Evolution Soccer so drauf hat. Definitiv auch der Grund, warum er für die A-Mannschaft, also für die Startelf, nominiert wurde. Bei mir einfach, weil er über diese technischen, überzeugenden Qualitäten besitzt. Auch zum Beispiel so ein Spieler wie Ilkay Gündogan. Nochmal die Flanke. Rüdiger etwas verunglückt und Schulz. Und das war doch ziemlich gefährlich. Also Leno konnte sich nicht immer wieder auszeichnen, aber wenn er gebraucht wurde, war er da. Müller. Ah, kein gutes Zuspiel für Volland. Volland unter Bedrängnis, deswegen das Zuspiel für Goretzka nicht gut. Kehrer auch immer wieder mit zu vielen Flüchten. Und so stellt er jetzt aber erstmal hier den Spieler knapp, aber korrekt ins Abseits. 90. Minute. Jetzt kommen gleich in die Nachspielzeit. Nochmal Goretzka. Und in der Mitte ist Kevin Volland, aber das war keine gute Flanke. Der Grund, warum ich auch Müller und Volland vorne drin, warum ich Müller habe, ist, um halt im 16er ein bisschen mehr Kopfbälle zu gewinnen. Müller mit kleinen, glaube 1,80 schon. Einer der kopfballstärksten Spieler im deutschen Offensivtrio. Von daher auch ein Grund, warum er nominiert ist. Auch wegen seiner natürlichen technischen Qualitäten. Müller hier auf Reus. Aber Reus kommt sich da nicht durch und deswegen bleibt es hier am Ende beim 1:0. Deutschland schlägt die USA mit 1:0. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Wieder um 19 Uhr. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dahin und ciao. Euer Flui.